Folge 29, niemand denkt an die Kinder und wir machen Ottifanten. Oder Olifanten. Oder Oligarchfanten, das sind russische Elefanten. Sehr reiche russische Elefanten. Achso. Natürlich. Das merkt man am Kaviar, der ihnen aus dem Rüssel kommt. Ja, genau. Die haben keinen Rüssel, die haben eine Ölpipeline im Gesicht. Ja, vor allem eine verstopfte mit Morgenstern. Och, Dennis, jetzt mach die doch mal kaputt. Hallo? Auch einen guten Tag? Geht es noch? Ja, muss es ja anscheinend. Geht es noch? Weil ich doch draußen bin. Noch ein Wort und du kriegst... Wort! Nein! Jetzt muss ich mir tatsächlich ein Ende für diese Drohung einfallen. Ja. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. Fliegt der da gegen die Wand? Das. Vor allem jetzt hast du auch drei wieder mit Schild. Weg. Wir haben aber übrigens 25 und das bedeutet Aufrüstung. Oh nee. Jetzt kannst du noch mal Hallo nicht einblenden. Super. Segnung der Athene, Rage-Verbesserung. Boah, guck mal, zackig. Erhöhter Schaden. Und Athenes Rache. Was ist die Klingenwundentasse, ja. Mach mal prüfen, dass wir wissen, wie Athene geht. Okay. Athenes Rache. Nicht verfügbar? Ja. Cool. Ah, das ist dann wahrscheinlich mit dem dritten Objekt, was wir bekommen. Ah, wir sind einfach zu gut schon. Also. Eben. Zu weit. Hätten die Programmierer niemals gedacht, dass jemand vor dem dritten Ding schon die letzte Verbesserung bekommt. Ja, wir sind so toll. Wir sind einfach die Skill Master. Oh. Das darfst du einfach nicht sagen, während wir gerade kämpfen irgendwie. Ja. Kommt nicht richtig rüber. Ah, guck mal, wir haben jetzt doppelt so viel Zorn, ne? Und ja. Also wir haben zwei Zornleisten. Da wir die erste ja immer schon super schnell voll kriegen. Hä, das fühlt sich aber gerade gar nicht. Ich verstehe gerade das nicht. Muss ich aber auch nicht. Jetzt fühlt sich's. Hä, warum so langsam? Ist doch jetzt schon ein 30er-Kombo. Ja, vor allem jetzt hast du auch die Orbs bekommen, damit geht's ja eigentlich mal. Ja. Ja, und mit einem Schlag ist alles wieder leer. Hä? Alles sehr gut. Raff's gerade nicht. Nee. Erklärt ihr's uns. Wenn ihr es verstanden habt, habt ihr doch bestimmt schon längst. So, jetzt gebt mir doch hier mal einer euren Scheißschild! Ja, jetzt ja, macht ja, den ja, Oligarch. Ja, ich versuch's doch! Oh Mann, Dennis, einfach elf. Lass doch hier, nein! Mist, ich bin zu langsam gewesen und jetzt. Jetzt nochmal. Und hauen, ausweichen. Ausweichen! Hauen, schneiden. Ja, ist schwer zu sagen, ne, wo der Elefant herkommt, weil... Also, wie gesagt, aus Russland, klar, aber... Aus dem afrikanischen Russland oder aus dem indischen Russland? Ja. Aus Indistan oder Afghanistan? Ach, nein, Afrikastan. Wo... Wie kriegt ihr denn jetzt die drei Typen kaputt hier? Gebt die Schilde nicht weg, weil die mich immer nerven. Apropos das indische das indische Russland. Bitte. Ich habe letztens eine Internetunterhaltung in einem Forum gehabt, wo sich jemand relativ kindlich über Sachen geäußert hat. Und es war eine Diskussion über japanische bzw. asiatische Kultur. Okay. Und er meinte, ja, also auch so ein bisschen rassistisch angehaucht. Natürlich. Ja, alle Asiaten. Das ist das Internet, das musst du nicht dazu sagen. Okay. alle Asiaten sind ja immer nur die gelbhäutigen Schlitzaugen. Mhm. Und dann meinte ich, ja, wie man an Russen sehr gut sieht. Und dann, ey, du bist ja total blöd. Russen kommen aus Russland und nicht aus Asien. Internet, du schaffst es immer wieder, mich zu beeindrucken. Im Negativen vom Niveau her ist man wirklich immer wieder beeindruckt.
Na komm schon! Ups. Ich wollte ihn demütigen und ihn mit seinem eigenen Schild fertig. Du kannst ihn auch noch das Schwert klauen. Nein, das wäre ja gemein. Ich hau ihn lieber an der Kette. Und tschüss. Oh, du bist auch schon fast wieder tot. Ja, Gott sei Dank. Und nun? Na, ach hier, Kette wiederherstellen, deswegen leuchtest du so grün. Eklig grün. Oder zerstören, dass die kaputt geht. Was weiß ich. Hier jetzt, so. Probieren wir mal wiederherstellen. Da tut sich auf jeden Fall was. Ah. Jetzt bauen wir den ganzen Arm zusammen, oder was? Das wäre jetzt ja der Hammer. Naja, irgendwie müssen wir ja die Laterne bekommen. Ja, krass. Okay. Das mal groß. Können wir nicht einfach den ganzen Koloss wieder zusammenbauen? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ah, da kommt sie. Wollte der Kraken vor uns verstecken, aber das hat er nicht. Jetzt hängt er noch dran. Ja, wahrscheinlich. Dann müssen wir gegen ihn kämpfen. Ist ja absurd, warum sollte man denn gegen ein riesiges Monster kämpfen in God of War? Wäre ja noch nie da gewesen. Völliger Quatsch. Aha. Jetzt hat er auch den zweiten Arm wieder. Aber den Kopf nicht. Nee, ach. Hä? War mir nicht eben ganz woanders? Nö. Okay. Achso, hier hat sich der Arm wieder rangefummelt. Genau. Deswegen ist es jetzt so dunkel. Ja, das fand ich nur komisch, dass hier zappenduster ist. So, ich guck nochmal, ob hier noch irgendwas ist, aber hier ist nichts. Man will ja auch nicht irgendeine Kiste verpassen. Genau. Aber jetzt kriegen wir auch gleich wieder Leben, das ist doch sehr schön. Na, erstmal rotes Zeug. Schon wieder fast 2000. Es geht ab. Dann können wir die anderen Sachen verbessern. Cool. Aber das mit dieser riesen Zornanzeige ist schon... seltsam, oder? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ah, also, da stand auf jeden Fall was von neuem Zornangriff. Ja. Oh. Das bedeutet also, wenn die zweite voll ist... Bing! Oh Gott! Auf wo? Ja, wie soll denn das? Der ist da nach ganz außen gerutscht wegen der Fliehkräfte. Ich habe keine Ahnung. Ach gut, ich versuche mal doller gegenzulenken. Und ja, das war die Zentripedalkraft, nicht die Zentrifugalkraft, meine lieben Freunde. Nicht verwechseln. Zentrifugal ist doch aber die nach außen. Nein, zeigt. Eben nicht. Ach so. Ach, ist egal. Ich fand das schon in der Schule unlogisch, aber ist egal. So. Spring. Ich finde das super, dass er sich an der Hand einfach nur da festklammert. Ja, wir hatten auch in irgendeiner Folge, ist er 20 Meter über so ein Seil lang, wo ich mir gedacht habe. Ich hab gedrückt! Scheiße! Scheiße, sag mal nicht, das ist Kacke und bringt die Bildung in den Arsch. Ich dachte, das liegt im Klon, stinkt. So, nochmal. Er surft. Ey, ich wollte schon gerade so sagen, schon. Gleich am Anfang runter. Ja, das ist. Also, jetzt hast du dich schon ein bisschen doof angestellt, Dennis. Ohne das mal so dir in die Wunde nochmal reinzuwollen, wie du es immer bei mir machst. Nee, ist richtig, ja. Nicht runterfallen. Ach so? Das ist der Trick. Ich hab's absichtlich gemacht, weil Fabian gerade trinkt und ich dachte, vielleicht kommt was durch die Nase raus. Das hättest du auch beinahe geschafft. Ja. Das war ein Versuch wert. Ein guter Versuch. Und wer muss es bezahlen? Die Leute wegen der GEMA oder so. Keine Ahnung, worauf willst du genau? Ja, die Zuschauer mit ihrer wertvollen Lebenszeit, die wir hier brauchen. Ja, weil halt, dann guckt halt was anderes. Nein, tut es nicht. Ihr müsst euch das angucken. Ihr habt es abonniert. Das ist quasi wie ein Apple-Lebensvertrag. Ah, okay. Also wie wenn man bei Apple die Nutzerbedingungen zustimmt. X. Dann gehört man ja Apple. Red. Das weiß man ja aus South Park. Genau. So, und? X und L1. R1. Ich habe eben auch rechts gesagt und bis nach links. Von daher... Wie fies ist denn das? Das ist jetzt richtig arschig. Das erinnert mich gerade an Castor und Pollux. Ja. Und. Ah, das ist ein Loch gewesen. Ja. Der Ofen! Und dann steht er einfach so. War was? Ist ja nicht warm oder so. Sind wir jetzt den ganzen Weg gelaufen, nur um wieder hier anzukommen? Verdammte Scheiße, ich hasse dieses dumme Spiel! Ich war hier schon mal! Ja, vor allem. Was und haben wir denn jetzt Großes erreicht, außer den Arm zusammengebaut? Ja, wir haben den Arm zusammengebaut. Ja, jetzt musst du da, wo es leuchtet, drehen, aber...
Jetzt geht die Tür wieder auf. Super, die haben wir aber eh schon mal aufgemacht. Weißt du, da hätte Kratos einfach 2 Meter vorne stehen können, als er hochgeklettert ist und da das Amulett benutzen können. Aber nee. Ja, nee, geht nicht. Aha. Und nur jetzt wieder nach hinten, oder was? Naja, und dann hochklettern. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir diesen dummen Weg gehen. Ja. Boah, das ist echt... Die Backtracking-Meisterschaften gewinnt dieses Jahr mit weitem Vorsprung, oder? Boah. Ascension. Ja, vor allem, die haben wirklich nur einen Rotfilter drüber gelegt und es ist exakt das gleiche. Ja. Oh, jetzt nochmal eine Kamerafahrt, dass es anders aussieht. Oh. Ja, dreht sich noch ein bisschen irgendwie mehr. Nee, dreht sich nicht mal das. Hat sich vorher genauso viel gedreht. Nur die Kette. Ah, jetzt zieht er das ran. Hätte er Vollständigkeit halber wirklich nochmal den Kopf zusammenbauen können. Und noch ein Kampf. Macht sich. Natürlich. Ja. Ich glaube, die Hunde kannst du runterwerfen. Wollen die dir damit sagen? Ja. Zu weit weg. Oder auch nicht. Oh, dieses Geräusch. Arme Tierchen. Das hat mich gewundert. Du hast ihn in den Kiefer ausgerenkt und der konnte trotzdem noch jaulen. Ja, wir müssen ein bisschen an Realismus denken. Schon wieder? Hatten wir die Diskussion nicht schon? Nein, noch nie. Dass es ein Fantasy-Spiel sei. Aber Fantasy kennst du dich ja nicht aus. Du hast ja weder Harry Potter noch Herr der Ringe konsumiert. Und ich gucke auch nicht Game of Thrones. Und er guckt nicht mal Game of Thrones. Dieser Mann ist krank. Der gehört irgendwo eingewiesen. Nichts. So. Kommen die jetzt hier wirklich nach? Ja, die kommen so ein. Oder muss ich denn irgendwie unterbrechen oder so? Oder musst du die wo hinschmeißen? So an die blühenden Teile oder so? Weiß ich nicht. Ich doch mal um, weil... Ja. Ich meine, für richtige Gegner ist das jetzt nicht und dir wurde extra gesagt, so kannst du es machen. Das Problem ist, ich kann sie nicht runterschmeißen. Hier ist eine Wand. Also das habe ich eben schon versucht. Ich kann sie vielleicht noch hier ins Feuer werfen. Aha, okay. Ja. Ah, ich muss den antreiben damit. Oh, wie dämlich ist das. Wie ist Archimedes morgens zur Arbeit gekommen? Vor allem, wie hat er diesen Scheißofen dauernd betrieben? So, oh, jetzt hoffen wir einfach mal. Naja, die Arbeiter, ne? Die, er kann ihnen nicht mehr trauen. Ja, warum wohl? Weil er sie immer da reingeworfen hat und sie ihn dann umbringen wollten, deswegen. Ich glaube, den musst du wieder reinschmeißen. Ja, ich versuche ihn ja zu greifen, aber es geht nicht. Ich kann ihn nicht greifen, das ist okay. Vielleicht muss ich ihn besiegen und dann kommt wieder. Oh, ja, jetzt kommt gleich wieder. Ah, jetzt. Nee. Aber jetzt haben wir endlich mal unsere zweite Zornleiste auch voll. Geil. Aber ich kann. Nee, also, ich wollte gerade sagen, mach die mal ganz voll, dass wir den zweiten Angriff mal sehen. Ja. Ja. Wow, wie lächerlich. Och Mann, ich schaff das aber nicht, die im richtigen Moment zu greifen. Wenn die schon rot sind, bringt das ja nichts mehr. Also ich muss sie greifen, wenn dann weiß wird. Oder jetzt? Yeah! Ja, nee, ist klar. Also 2 besiegen und den dritten reinladen. Ah, cool. Oder einfach reinkicken. So geht's auch. Nee, so einfach ist es dann doch nicht. Den Hund kannst du aber wieder reinschmeißen. Ja. Ah, guck mal, das hat geklappt. Komm her. Nein, oh, der war schon zu weit. Ah, der war schon zu weit da. Mist! Mist, die Kacker. Ja, vor allem, zum Glück geht der Fahrstuhl nicht wieder runter, weil wir ihn nicht... Das wäre echt super. Oh Mann. Aber du hast recht, das hätten die ernsthaft machen können. So, komm, Hundi, komm her! Oder noch irgendein Zeitspiel, dass, wenn du den nicht lang genug antreibst, dass das Teil einfach abstürzt und stirbst. Das wäre ihm zuzutrauen gewesen, ja. Und? Ja. Ich habe jetzt schon gedacht, dass er ihn schon wieder auseinanderreißt. Na! Oh, wie viel Stockwerk! Achso, na gut. Ah, jetzt fährt er.
Hat er schön konstruiert, pfiffige Konstruktion. Richtig. Kann man nicht anders sagen, so. Leben oder Mana? Na, Leben natürlich. Viertel voll, so. Ist hier noch was? Ja. Achso. Das ist dann das andere. Da hätten sie aber auch einfach eine Mana und eine Lebenskiste nebeneinander stellen können, die Vollidioten. Vielleicht willst du zweimal Mana, wenn das erste dich nicht vollgemacht hat, was ihr es allerdings immer macht. Ja. Götzenbild des Statuenarbeiters. Ein geschnitztes Bild von Apollo, das Schutz bei der Arbeit an Archimedes großer Statue bieten soll. Er hat ja nicht genutzt, weil wenn du da oben warst, dann hast du schon 8 deiner Kollegen verloren. Deswegen lag es auch da, Dennis, weil der Typ, der es geschnitzt hat, schon verfeuert wurde. Ja, aber das Geschnitzte, das nicht, ist nicht mit verfeuert worden. Zeit? Zeit. Es ist Zeit? Es ist Zeit. Es ist Zeit. Dann kurze Pause. Geht für nächste euch Folge weiter. Für uns nicht, wir dürfen direkt weiterspielen. Yay! Yeah! Macht's gut. Tschüssi.